Ja, wir setzen morgen auf Routine. Hatten ja im Einzelwettkampf unser Nesthäkchen Anna Juppe mit am Start. Das wird morgen. Dafür wird die Dunja morgen am Start sein. Ansonsten mit den bewährten Kräften Lisa Hauser, Kadi Innerhofer und der Julia Schweiger. Meine Symptome waren jetzt sehr mild, muss ich sagen. Ich war verschnupft und habe eben ein bisschen Rachenschmerzen gehabt, habe aber dann nach wenigen Tagen wieder mit dem Training anfangen können. Das Einzige, was sich bei mir relativ gewehrt hat, war eben dieser CD-Wert, der für China so hoch angelegt ist. Wir haben jetzt 2 Tage gut trainiert und haben uns nochmal sehr mit den Windverhältnissen und mit dem Anlaufverhalten an den Schießstand beschäftigt, haben den Fokus nochmal auf eventuelle Korrekturen gelegt, haben sehr viel miteinander geredet, um auch bei schwierigen Bedingungen nicht bloß den Plan A, sondern auch den Plan B im Kopf zu haben. Ich glaube, die Erholung war sehr wichtig. Wir haben wirklich 2 Tage ein bisschen Gas rausgenommen und haben bloß heute mit einer kurzen intensiven Einheit versucht, den Sprint vorzubereiten. Also wir geben uns mit diesen Ergebnissen selber auch nicht zufrieden. Und ich habe gestern die Mädels aufgefordert, mit Charakter jetzt in die weiteren Rennen zu gehen, auch vielleicht mal mit so einer Reaktion jetzt erst recht, sich ein bisschen selber zu motivieren, zu pushen. Und ich glaube, wir sind zu mehr in der Lage, was die ersten 2 Rennen gezeigt haben. Und dem stellen wir uns diese Anforderung. Ich hoffe trotzdem, dass vielleicht morgen nicht so starker oder nicht so böiger Wind ist, dass es faire Bedingungen für alle sein und freue mich jetzt riesig, dass ich eben am Start stehen kann. Und zu der gesundheitlichen Frage, also mir geht es prima, habe keine Nachwirkungen jetzt von Corona oder so und habe heute auch schnelles Training gemacht und das hat sich auch richtig gut angefühlt. Natürlich spürt man die Höhe ein bisschen, aber mit dem hat jeder Athlet oder jede Athletin zu kämpfen und von dem her bin ich zuversichtlich. Man muss natürlich davon ausgehen, dass der Dunja ihr Start morgen doch eine deutliche Vorgeschichte hat. Und wir reden da von 4 Wochen, nämlich den ganzen Januar, wo sie keine Rennen laufen konnte. Das geht der Dunja jetzt natürlich ab. Aber man sollte diese 100% Messlatte, glaube ich, nicht gleich anlegen.